Jetzt geht es bei uns um Wanzen im Garten. Die können nämlich auch Schaden anrichten. Manche sind allerdings auch sehr nützlich. Blattläuse überall auf den Apfelblättern. Ein schrecklicher Anblick für den Gärtner. Nur gut, wenn dann eine Sichelwanze auftaucht, um die Läuse auszusaugen. Mit ihrem Rüssel macht sie Probebohrungen, um eine Laus auf der Unterseite zu erwischen. Trifft sie eine, saugt sie sie aus und ist damit eine der wenigen Wanzen, die Gärtnern hilft. Wanzen leben überall in unseren Gärten und sehen sehr unterschiedlich aus. Da gibt es die Graswanzen, die sich kaum von den Halmen abheben, winzige, nur wenige Millimeter große Weichwanzen, unauffällige Lederwanzen, die sich als vertrocknetes Blatt tarnen, oder die auffälligen Streifenwanzen, die auf dem Rücken gestreift und auf dem Bauch gepunktet sind. Auch die Eier der rund 1000 Wanzenarten in Mitteleuropa sehen alle unterschiedlich aus. Manche wie glänzende Kupferkugeln, andere wie behaarte kleine Tonnen. Einige Wanzen kümmern sich um ihren Nachwuchs, bei anderen müssen die Kleinen selber klarkommen. Nur eins haben fast alle gemeinsam: ihren Stechrüssel. Mit dem stechen sie je nach Art Pflanzen, Tiere oder Samen an und saugen sie aus. Dabei geben sie auch immer Speichel ab, um ihre Nahrung vorzuverdauen. Dieser Speichel und die Einstichstelle kann bei Pflanzen zu Schäden führen und das kann etwa im Gemüsegarten die Ernte dezimieren. Hier, zwischen Kohlpflanzen und Rucola, tummelt sich die Kohlwanze. Im April tauchen die ersten von ihnen auf und beginnen zu saugen. Die flinken Tiere sind nicht leicht zu finden. Erst wenn sie sich paaren, werden sie etwas behäbiger. Auch die jungen Wanzen saugen schon an Radieschen, Rhabarber oder Kohlpflanzen. Treten sie in großer Zahl auf, können sie die Pflanzen so schädigen, dass sie welken. Eine Verwandte macht an den Beerensträuchern Ärger. Die Beerenwanze mag, genau wie wir, gerne Himbeeren. Aber ihr Speichel macht die angestochenen Früchte für uns ungenießbar. Sie schmecken nach Wanze. Die Feuerwanzen stören zwar manche Gärtner, weil sie oft in großen Mengen auftreten, aber sie machen keinen Schaden an Pflanzen, sondern begnügen sich mit Samen. Am liebsten saugen sie an Malven, Linden oder Stockrosensamen und verbreiten diese im Garten. Noch halten sich Schadensmeldungen durch Wanzen in Grenzen. Doch durch die Erwärmung wandern immer mehr Wanzen aus Südeuropa ein. Unter ihnen sind auch einige Gemüse- und Getreideschädlinge. Von daher behalten wir die Wanzen also besser weiter im Auge.